sieht schon anders aus hier, schau. Ja, mein Spiegel fehlt noch. Hier hat es noch ein bisschen Schlafanzüge. Und da hinten, genau, ist alles schön aufgebaut. Halt mal mit Namensschild. Genau, mal hier ein bisschen auf Amst. Jetzt zeige ich mal die Räumlichkeiten. Sie ist immer noch am Arbeiten, die Carmen. Mein Lieblingsort. Ja, das sieht ja auch wirklich so schön aus. Und was sie echt toll hat und macht, und sie hat so Sächle dabei. Das mag ich natürlich echt sehr. Guck mal. Ja, da kann ich irgendwie auch nicht vorbei. Und schau, das sind mal Kleider. Auch ganz cool. Pinky. Ich glaube, da bin ich schon völlig hier. Oh, jetzt ist mir schon was runtergefallen. Ich glaube, das muss es sein, dass jetzt runtergefallen ist. Ah, oh, voll geil. Schöne Bluse. Schönes Kleid, mein Highlight. Und natürlich meine Lieblingsfarbe Pink. Boah, die Hose ist geil. Mega. Ja, genau. Da könnte es natürlich möglich sein. Ich finde, das kann man auch tatsächlich im Winter anziehen mit Stiefeln. Ich bin da ja ganz schmerzfrei. Das ist mein Pulli. Genau, das ist mein Pulli eindeutig. Ich finde, man kann das auch im Winter, guck mal, das Kleid, das war eigentlich Sommer, das ist eigentlich auch so ein Übergangs-Sommerkleid. Und da habe ich den Pulli drüber gezogen und meine Turnschuhe. Ich finde, das kann man gut tragen. Also, jetzt warte ich auf meine Carmen und dann, ja, gibt es ein Video mit ihr. Carmen! Ja, ich bin jetzt mit der Carmen und ja, sie hat mir jetzt ein leckeres Essen versprochen, Carmen. Vielen, vielen Dank für alles. Schön, dass ich da sein darf. Ja. Carmen, sag, wer bist du? Wo sind wir hier? Sag uns schön, komm. Also, wir sind heute im schönen Leonberg bei Stuttgart. Und ich habe hier ein Kosmetikstudio. Ich bin hier in den Räumlichkeiten jetzt fast 5 Jahre, bin aber bereits seit 20 Jahren selbstständige medizinische Fachkosmetikerin. Kümmere mich also, so was die Susanne quasi mit der Wäsche macht, um die Schönheit, kümmere ich mich um die äußere Schönheit für Gesicht und Körper, damit dann auch alles an Ort und Stelle passt. Und ja, und ich kenne die Susanne schon sehr, sehr lange und freue mich mega, dass sie heute da ist und dass wir mit ihrem Camper einen Platz gefunden haben vorm Haus. Und ja, ich habe noch was Leckeres gekocht. Ja, also wir kennen uns wirklich schon viele Jahre. Ich bin jedes Jahr eingeladen, gell? Mindestens einmal im Jahr. Eigentlich zweimal. Ja. Du warst schon bei mir in Lindau, das fand ich auch richtig cool. Ja. Ich komm morgen, bist du da? Ja, ich bringe dir mit, ja cool. Super, also ich mag auch, dass du so spontan bist, dass du alles mitmachst und du bist immer so gut gelaunt und das ist richtig, richtig schön. Und sie kann verwöhnen. Was gibt's denn zum Essen? Was hast du denn so Leckeres gemacht? Schau mal. Ich habe eine karibische Suppe, Linsensuppe gemacht. Eine karibische Linsensuppe. Oh, die riecht richtig cool, auch exotisch. Exotisch, ja, karibisch, Orangensaft ist drin und Curry. Oh, sehr, sehr geil. Genau. Was hältst du davon? Also nachher brauche ich noch einen Lippenstift, das weißt du, gell? Ja. Da können wir doch nachher nochmal, wir mit unseren 2 Lippenstiften. Übrigens, der kann ehrlich, ohne Scheiß, auch nach dem Video, nach dem Essen, machen wir nochmal, der hält. Das ist echt der Hammer. Das ist mein Lieblingslippenstift, der hält wirklich und trocknet aus und gar nichts. Dann machen wir nachher noch ein. Aber das erste Mal erst, dann wird unsere Suppe kalt. Und, was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Dass wir nachher nochmal live gehen. Das war die Idee, oder? War deine Idee, dass wir vielleicht live gehen. Das könnten wir eigentlich machen, oder? Genau. Ja, schon ewig nicht mehr live. Also, dann sage ich jetzt mal hier, bis später. Bis später. Und wir, essen. So, schau mal. Ich habe nichts gemacht, okay? Ich habe nichts gemacht. Er hält immer noch seit heute Morgen im Camper. Yes! Und jetzt suche ich mir ein paar Lippenstifte raus. Schau mal, was ich krieg. Ein Kaffee. Ist der nicht da? Warum wirfst du den jetzt weg, Carmen? Der ist zu dünn. Guck dir den Kaffee an, oh mein Gott. Ich freue mich schon auf den Kaffee. So, jetzt habe ich mir echt einen Kaffee verdient. Das war ein richtiger Schau. Kriege doch noch einen Kaffee und einen Brownie. Weil wir sind nämlich fertig
Und jetzt kriege ich noch demnächst eine Überraschung, gell? Kriege eine Überraschung. Da kommt sie und grinst. Wir waren gerade unten noch und haben mein Gasproblem gelöst, gell? Dankeschön nochmal. Wir haben einen Mann besorgt. Klingt cool, gell? Ein junger Mann besorgt, der jetzt am Gas diesen Dreher aufgemacht hat. Und jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich schon eingeheizt. Und ja, jetzt trinken wir Kaffee und dann bin ich mal gespannt, was noch kommt. Dankeschön für den Kaffee. Und jetzt schmeckt auch der Kaffee. Jetzt ist er nicht mehr so dünn. War cool, gell? Carmen, ist das eine Klangschale? Ja. Jetzt geht's los. Was ist denn das hier? Ist Kaschama. Okay, Carmen, was machst du mit mir? Ich mache dir jetzt eine Farbduft-Klangmassage. Farben auch? Farbduft kann ich mir vorstellen. Klangmassage kann ich mir auch vorstellen. Aber warum Farbe? Das habe ich noch nie gehört. Das passt mit den Düften zusammen. Denn okay, jeder Duft hat auch die dazugehörige Farbe. Echt jetzt? Ja, und du musst jetzt ganz spontan die Liebe eine Farbe dir aussuchen. Das habe ich mir halb gedacht, dass ich jetzt, ich suche die Liebe aus. Jawohl. So, ja, dann kommen die alle weg. Okay, was gehört da der Duft dazu? Ach, Entschuldigung, den verrate ich dir wieder nicht. Zu schnell? Du bist zu schnell. Oh Gott, kann ich eigentlich auch mit diesen Schüsseln hier, kann ich da auch kochen damit? Früher hat man das gemacht. Ey, ohne Witz. Mhm. Jetzt wollte ich hier Witzle machen und du sagst hier echt jetzt ohne Scheiß? Weil die Klangschalen, die haben nämlich zwischen 8 und 12 verschiedene Metalle drin. Mhm. Und die wurden ja früher im Nepal, wo sie ja so herkommen, wurden die auch zum Kochen verwendet. Echt jetzt? Ja, ja. Weil die ja ziemlich robust sind. Und irgendwann mal hat man dann eben rund um diese Tempel festgestellt, dass man damit ja auch ein Irrsinns Klang machen kann und dass man damit ja die Leute in eine Kirche holen kann. Ah. Oder eben was kundtun kann. Was kundtun? So gibt es verschiedene Musik quasi. Ist das da wie Musik? Töne und, und dann holst du die Leute quasi ab und sagst hier Beerdigung, hier Hochzeit, hier. Ah, okay. Genau. Und ich mache jetzt damit, also das ist schon was Tolles. Also wir haben jetzt rote Düfte, haben wir 4 Stück. Okay. Ein Stück. So. Die kommen alle weg. Du darfst dir jetzt, muss ich gerade geschwind gucken, ist es auch wirklich ein roter Duft. So. Seit wann machst du die Klangschalentherapie? Die Klangschalentherapie, die mache ich jetzt seit 2007. Da war mein Sohn gerade mal 3 oder 4 Jahre alt und da habe ich das auf einer Messe kennengelernt und ich habe mich schon verliebt. Ehrlich? Mhm. In der Schwangerschaft habe ich das kennengelernt, 2003. Okay. Bevor mein Sohn auf die Welt kam, habe ich in einem Wellnesshotel hochschwanger, also im 7. Monat, eine Klangschalenmassage bekommen. Und ab da war es um mich geschehen. Echt? Die Klangschalen haben unbedingt zu mir müssen. Und was machen die mit dir oder mit mir oder mit nachher? Die Klangschalen, die sind ja durch ihren Ton, also es gibt ja auch verschiedene Schwingungen, regen die unser Immunsystem wieder an zum richtig Arbeiten. Okay. Das ist ja wie wenn du einen Stein ins Wasser wirfst und der zieht seine Kreise. Mhm. So tut dieser Klang jetzt in der Luft ja vibrieren und deine Zellen quasi wieder denen eine Antwort geben, vernetzt dich wieder mit den anderen Zellen, weil nicht alle sind ja immer miteinander wieder gut vernetzt. Ja. Es geht ja bei uns Erwachsenen sehr viel über den Stress verloren und deshalb haben wir vielleicht auch ein schwaches Immunsystem und brauchen da manchmal so ein bisschen Antrieb, auch so zum Runterkommen, Stress abbauen und. Und das kannst du mit den Klangschalen halt super fördern und super wieder regenerieren. Und ich habe mir gedacht gehabt, ich zeige dir mal was ganz Neues, weil so eine Massage, die hast du garantiert nicht jeden Tag. Ich habe noch nie gehabt, ganz ehrlich. Das ist wirklich was Besonderes. Also hier steht jetzt auch so ein Wert, das da unten ist meine größte Schale mit 7 Kilo. Und die hat auch einen Namen, das ist die dicke Bertha. Die dicke Bertha! Darf ich da mal drauf haben? Dann darfst du nein stehen gleich. Was? Ja. Das traue ich mir nicht. Halt die dicke Bertha mich aus. Natürlich. Okay, dann gehe ich da jetzt mal rein.
Bitte? Ich bin da drin. Okay. Oh. Hammer. Meine Liebe, ich glaube, ich muss das jetzt einfach genießen. Wir müssen das Video jetzt beenden, weil ich glaube, mir geht es durch Mark und Bein. Es ist so schön. Ich habe schon wieder Pipi in die Augen. Oh, es ist so schön. Vielen Dank. Jetzt müssen wir das echt beenden, weil jetzt möchte ich mich ganz auf das konzentrieren, was wir heute machen. Dankeschön. Gibt es da irgendwas zu sagen? Was man, kann man ja hinterher noch was erklären, wenn man noch Fragen hat, okay? Du darfst jetzt genießen. Ich mache jetzt. Ciao. Carmen. Ich bin so mega entspannt. Ich bin total, ich habe es wie oft gegähnt. Das war der Hammer. Es war der Oberknaller. Hat eigentlich jemand jemals so eine Klangschale gemacht? Das ist ja der Hammer. Das war mein erster. Und ich sage, das ist unfassbar entspannend, gell? Was? Ach, da ist eh noch was drin. Schau mal. Da ist noch was drin zum Halten. Ah. Dass ich das so schön am Körper entlang gleiten kann auch. Oh, so schön. Du, das hat mich irgendwie, keine Ahnung, das hat mich so berührt. Mhm. Weißt du, das war so, und du hast mir jetzt gerade ein bisschen was mit der Farbe, dass ich mir Rot rausgesucht habe und was das psychologisch dann quasi, ist das so Radio eigentlich nicht? Doch, natürlich, auf jeden Fall, weil da steckt so viel dahinter, gell? Mhm. Das ist echt schön. Und was du alles machst und welche Ausbildung du alles hast, das ist unfassbar. Du bist so eine Powerfrau, das ist echt der Hammer. Richtig toll. Danke. Ich bin Mutter, die da echt. Und der schöne Freiwilliger auch noch, gell? Der ist noch nicht fertig, aber der muss noch die Prüfung gemacht werden. Auch wie viel Ausbildung du machst, das ist unglaublich, was du für Wissen hast. Und weißt du, das ist so, wow. Also ich kann es nur empfehlen. Geht nur Carmen nach Leonpark. Gell? Also ich bedanke mich ganz, ganz arg für einen schönen Tag. Vielen Dank. Es war so schön bei Danke. Dir und mit dir. Danke, dass du das alles organisiert hast und du bist echt Hammer. Du auch. Ciao.